Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es einen kleinen Review von mir über den ersten Wassersprudler von SodaStream, der elektrisch ist. Was ich persönlich ganz cool finde. Wir hatten früher mal einen der ersten SodaStreams. Und jetzt gibt es dieses wunderbare Gerät auf dem Markt. Es ist wirklich selbsterklärend und sehr einfach. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Hier oben könnt ihr die drei verschiedenen Stufen auswählen. Wenn es eingeschaltet ist, dann geht es an und dann drückt ihr einfach auf eine der Knöpfe. Es sind keine Sensorknöpfe, die haben so einen gewissen Druckpunkt und dann bekommt ihr von schwach, medium, stark das Wasser gesprudelt. Dauert so zwischen 9 bis 13 Sekunden bei maximal. Wenn ihr nur leicht gesprudeltes Wasser haben möchtet, dann kommt ihr ungefähr so 82 Liter mit einer Gasflasche, mit einer 60 Liter Gasflasche aus. Und bei dem stark gesprudelten Wasser sind es ungefähr 45 Liter. Das Ganze sieht sehr schick aus. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es hat so eine Klavierglanzoptik. Die Seiten sind aus gebürstetem Aluminium, was ich auch sehr, sehr schick finde. Die Füße sind nochmal extra eloxiert, damit sie nicht rosten. Das Innenleben, wie ihr seht, hat so eine leichte Golfballoptik hier. Also alles so ein bisschen genockt. Kommt die Gasflasche rein. Das ist hier hinter und ich verprassel da immer auch noch den Rest vom Kabel drin, damit ich da nicht so viel rumfliegen habe. Einziger Nachteil ist hinten, das ist ein bisschen locker, sitzt es dran, aber das ist okay. So, und ansonsten ist die Handhabung ganz einfach. Ihr müsst nichts mehr reindrehen. Es hat so einen Snap-in-Verschluss. Ihr zieht an dem Hebel quasi den SodaStream, also nicht den SodaStream, aber hier diesen Füllmechanismus nach vorne. Und dann geht es ganz einfach. Also ihr habt die SodaStream-Flaschen hier, also eine ist dabei, auch ziemlich schick hier unten mit Edelstahl und Edelstahldeckel. Die hat hier eine Fülllinie. Bis dahin dürft ihr einfüllen, nicht drüber. Nicht so schön ist, sind die Warnhinweise, sind hier drauf gedruckt. Und was auch nicht ganz so schön ist, es passen keine Glasflaschen rein. Also ihr könnt wirklich nur die Kunststoffflaschen nutzen. Die PET-Flaschen sind nicht spülmaschinenfest. Es gibt diese PEN-Flaschen, die sind ein bisschen bläulich von SodaStream, die sind spülmaschinenfest. Und dann geht es einfach. Also ihr packt die Flasche unten rein, drückt das Ganze zurück, dann wird es automatisch gehalten. Wie ihr seht, gehen oben die Lämpchen an und dann drückt ihr einfach drauf. Und es sprudelt dann in mehreren Stößen automatisch das Wasser auf. Und das war's. Und ihr habt schönes, frisches, gesprudeltes Wasser. Ich würde euch immer empfehlen, kaltes Wasser zu nehmen, weil das einfach viel mehr Kohlensäure aufnehmen kann. Und Prost! Ihr habt ganz einfach jede Menge Kisten schleppen und platzsparende Wasserversorgung zu Hause und ihr habt immer frisches Wasser. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.